Was zuletzt geschah. Auf jeden Fall habe ich Ofcam, weil es gewittert hat, dort draußen meine Kühe umgestaltet. Allerdings wurden dann auch alle restlichen Kühe in dem Gehege gegrillt. So, deswegen... Lag. Oh, da ist erstmal das Game gecrashed, warum auch immer. Nice. Oh, stimmt. Das wurde ja immer noch nicht gefixt. Let's go back nach oben. Vielleicht wird man mich hier loben. Hallo Axolotl. Ah, ich erinnere mich an diese Höhle. Da unten habe ich mal eine Menge Dias gefunden. Ein weißer bzw. ein hellblauer. Wie cute. Komm mit. Ja. Hallöchen, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu Minecraft Project Survival in der 1.19. Heute auch wieder ohne den Olix. Und ja, heute werden wir, denke ich mal, unsere Mangroven Setzlinge anpflanzen, ja, die Mangrove Propagules. Und eventuell einem Mysterium auf den Grund gehen, denn wie man vielleicht sieht oder auch nicht sieht und auch hört, habe ich nur noch einen LA hier. Ich hatte mal zwei. Ich frage mich jetzt natürlich, was hier geschehen ist. Entweder ist eines der beiden hier in dem Wasserfall erstickt, oder ist der Kollege hier gerade vorhat. Ich muss hier was unternehmen. Entweder hier den Weg runter irgendwie absperren oder so. Oder das LA woanders hinbringen oder irgendwas gegen den Wasseraufzug machen, keine Ahnung. Oder aber es wurde geklappt. Was sein kann. Denn als ich hier in den Keller runterkam, war hier alles rund um den Wasserfall mit Steinziegel-Half-Slabs zugekleistert. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das der Voidix war, also das letzte Mal hier war, denn der hatte bisher immer solche Probleme mit diesem Aufzug in Anführungszeichen, ja. Sonst hat sich aber hier nicht sonderlich viel getan oder so. Mir ist zumindest nichts aufgefallen. Ja, auf jeden Fall pflanzen wir uns jetzt mal hier unsere Mangroven-Setzlinge an. Und ich würde sagen, einer davon kommt direkt hier mitten in den Eiersee. Von zwei Axolotl sind die auch noch hier. Mit den blauen hier brauche ich immer noch einen Namen. So, also der eine kommt dahin. Ich hoffe mal, die zerstören mir hier nicht irgendwie die Dripleaves oder die Serosenblätter, wenn die dann auswachsen. Sobald der da ausgewachsen ist, der wird doch hier im See stehen bleiben, denke ich mal. Die anderen, also einen weiteren schmeißen wir da hinten ins Wasser hin, würde ich mal sagen. Einfach hier mitten in den Fluss. Hier so, denke ich, weil es gut hinpasst. Stimmt, die kann man nur auf dort platzieren. Dann machen wir das eben so. Zack. Wunderbar. Und der andere, wo schmeißen wir den hin? Das ist natürlich eine gute Frage, ne? Ich würde interessieren, wie tief man die eigentlich platzieren kann. Oder ob die ab einer gewissen Tiefe gar nicht mehr wachsen können. Das wäre eventuell interessant zu wissen. Auf jeden Fall, was habe ich denn heute sonst noch so vor? Im Sinn hatte ich, dass wir nachher einfach noch schnell, das heißt noch schnell, nochmal durch die halbe Welt reisen. Beziehungsweise zum Dings rüberspringen. Zum Nether-Portal, wo wir beim Deep Dark gerichtet haben und von dort aus die Welt noch ein bisschen weiter erkunden. Manch einer von euch kann sich vielleicht schon vorstellen, was ich schon wieder im Sinn habe. Ist was, ich denke, hier irgendwo wird noch gut so ein Mangrovebaum hinpasst. Schmeißen wir den einfach mal hier hin. Zack. Wird schon verkehrt aussehen. So. Alles gut. Als nächstes gehen wir uns mal kurz ausrüsten. Hat ja auch im Sinn,
dass ich vielleicht einfach mal einen von meinen 80, achso, ich habe ja gar keine 80, doch. Nein, das muss ich bekannt. Ich habe gar keine Nachtsichttränke, habe ich ja noch gar nie gemacht, fällt mir gerade auf, lol. Naja, auf jeden Fall Nachtsichttränke machen und mit denen dann in den Höhlen herumgeistern, statt mit den Fackeln. Ich weiß, jetzt ist Optifine wieder am Start und ich könnte einfach eine Fackel in der Hand halten, ja, weiß ich. Aber es wäre vielleicht, wisst ihr, dann könnte mir theoretisch auch mehr oder weniger einen Platz im Inventory sparen, vor allem wenn ich mir die sogar in die Ender Chest schmeiße. Glaube ich, jetzt die Ender Chest oder die Fackeln dabei habe, ist eigentlich scheißegal, aber früher oder später trotzdem. Machen wir das einfach mal. Ich glaube, Night Vision ging, wenn du eine goldene Karotte in den Baustand geschmissen hast, wenn ich mich recht entsinne. Heißt, ich muss jetzt erstmal wieder goldene Karotten craften, beziehungsweise machen wir mal eine. Machen wir mal eine. Ich bin zumindest ziemlich sicher, dass es so ging. Oder bekam man da den Speedtrunk raus? Ne, Speed kriegst du, wenn du Zucker reinschmeißt, nicht wahr? So war das, glaube ich. Ohnehin müssen wir da zuerst mal eine Netherwarze reinschmeißen. Zack. Oh Mann, da wird das lange. Verstärken können wir die Tränke dann auch noch, beziehungsweise verlängern. Wenn wir dann drei Nachtsichttränke hier in die Kiste reinschmeißen. Dann haben wir 3x8 ist 24. 24 Minuten können wir dann theoretisch im Dunkeln besser sehen. Ist jetzt nicht gerade der Knüller, aber wir können theoretisch ja ohnehin Fackeln craften, beziehungsweise. Ja, komm. Craften wir wieder mal ein paar Fackeln. Ein paar Fackeln, ein paar Fackeln. Habe ich denn meine Kohle? Ich bin ganz durch den Wind gegen die. So. Zack. Zack. Die kann man dann theoretisch auch noch die Ender Chest schmeißen. Im Fall der Fälle. So. Das dürfte jetzt fertig sein. Jawohl. Dann schmeißen wir die goldene Karotte hinterher und dann sollte es theoretisch Bänke der Unterwasseratmung geben für uns. Verdammt! Brauchte man echt eine Silk Touch Picke dafür? Scheiße. Okay, das ist nicht gut. Das ist jetzt natürlich ein bisschen belastend. Brauche ich dich theoretisch eine extra Deerpicke mit Silk Touch? Ich habe hier zwar eine mit Silk Touch, aber die ist halt aus Eisen. Hat irgendein Villager Silk Touch getradet? Ich weiß es gar nicht mehr. Okay, das ist jetzt ist natürlich ein bisschen belastend. Ist dann ja, Schalkerbox habe ich leider keine. Wir waren ja noch nicht im End. Und auch noch nicht im erweiterten End. Wisst ihr was, dann machen wir das mal so. Dann schmeiße ich die Ender Chest mal hier zu verschieben das rein. Bis irgendwann. Stimmt, muss ich jetzt noch verlängern. Braucht ein bisschen Redstone. Zack. Zack. Okay. So, stacken kann man die ja leider nicht, ne? Das ist natürlich die Frage, soll ich die trotzdem mal mitnehmen oder wie stellen wir das jetzt an? Ich wäre theoretisch fast schon für die Fackeln, denn solange ich keine Silk Touch Picke habe, mit der ich Ender Chest abbauen kann. Ist das ein bisschen belastend natürlich, ne? Deswegen. Schmeiße ich die Tränke jetzt währenddessen einfach nochmal unten ins Fass. Zack, zack, zack. Dann gehe ich nochmal schlafen. Einfach so. Zack.
Und dann gibt es jetzt kurz einen Marathonsprint durch den Nether und wir sehen uns gleich bei besagtem Portal wieder. Kurz checken, ob ich alles dabei habe, was ich brauche. Theoretisch ja. Ja, okay. Legen wir los. Oder denkt ihr, ich werde ein Boot brauchen? Ich glaube nicht. Okay, let's go. Da wären wir auch schon wieder. Das hat doch mehr oder weniger ganz gut funktioniert. Da drüben haben wir noch einen Bastion. Das dürfen wir nicht vergessen. Die können wir auch bei Zeit mal erkunden. Aber jetzt springen wir erstmal zurück in die Oberwelt. Nice. So. Da sind wir. Essen brauche ich, denke ich, nicht. Ich werde jetzt nämlich zurück an die Oberfläche gehen und mich dort weiter voran erkundschaften. Zum Höhlenabschnitt da hinten waren wir ja auch schon, nicht wahr? Auch noch ein bisschen umgesehen. Hier sind überall Fackeln. Naja, fast überall. Und hier jetzt eher weniger, aber ich glaube nicht, dass hier noch irgendwas großartig auf uns wartet. Deswegen steigen wir schnell aus der Höhle raus. Oder wo gehen wir dann als nächstes hin? Da hinten wollte ich schon zielstrebig hin, nachdem wir aus dieser Höhle herausgekommen sind, nicht wahr? Lasst mich mal ein bisschen Überblick über die ganze Situation mir verschaffen hier. Was ist da? Dann dreht sie auch noch runter. Ist da noch was? Keine Ahnung. Ja, dann führt es bestimmt in dieselben Höhlen. Also von dem her wird es wahrscheinlich eher irrelevant sein. Kakaoschaf. Ich glaube, wir schlagen uns in diese Richtung weiter durch. Das ist, glaube ich, nicht so eine verkehrte Idee. Schauen wir mal, was da so auf uns wartet. Da hinten ist auf jeden Fall wieder ein Dschungel mit einem Bambuswald drin. Mittlerweile auch nicht mehr so selten. Kommt mir zumindest so vor. Irgendwie habe ich so das dumpfe Gefühl, dass wir da weiter vorne auf Meer stoßen. Ich glaube, ich liege da auch gar nicht so verkehrt. Oh, was haben wir denn da? Ein Maya-Tempel, beziehungsweise ein Dschungeltempel. Schauen wir mal, was das für uns gibt. Immer müssen die Eingänge vergraben sein. Immer. Einfach jedes einzelne Mal so. Der ist so richtig vergraben, da kommst du ja gar nicht rein, ey. Jetzt dann schlage ich mich eben hier rein. Wenn das Spiel nicht anders will. Gott verdammt. Mach mal ein bisschen Licht hier. Weißt du was? Den hier.
Vielleicht sogar den hier. Kann nichts spawnen hier. Hoffe ich zumindest mal. So. Hier gab es eine gewisse Schalterkombi. Ich bin mir nicht mehr sicher, wie es war. Vielleicht so. Ja, tatsächlich. Oh Mann, bin ich gut. Nice. So, was haben wir denn hier? Ein paar Goldbarren, ein bisschen Eisen. Ja, das ist nicht unbedingt das Wahre, aber ich nehme es mal mit. Ich nehme es mal mit. Ich will ja nicht so sein. Das Redstone, brauche ich das? Brauche ich das? Ich glaube, das brauche ich tatsächlich nicht. Und einen Weg hier raus könnte ich gebrauchen. Let's go. Und was gibt es auf der anderen Seite so schönes? Außer Fallen. Aua. Die mir am Arsch vorbeigehen. Aua. Und noch mehr Gold. Irgendwie habe ich so das Gefühl, der Loot aus diesen Dschungeltempeln ist wirklich, ist noch nie wirklich das richtig Bare gewesen. Aber ansonsten kann man da schon öfter mal reinschauen. Das ist halt eine der allerersten Strukturen, die es so gab in Minecraft. Wäre der Lush Cave. Lass mal da ans Ufer runtergehen. Ja, da ist ein bisschen großes Meer. Ich will mal zu der Insel darüber. Und frag mal die Creeper, wo es denn hier was Tolles zu sehen gibt. Vielleicht können sie mir ja weiterhelfen. Wenn nicht, dann hatten sie Pech. Wow, ist ein bisschen mehr los als nur ein paar Creeper. Kommt hier denn plötzlich alle her? Das ist eine richtige Mob-Party, ey. Wartet, lasst mich mal kurz hier ein bisschen die Party ein bisschen aufmischen hier. Vielleicht kriege ich es hin, dass hier ein Creeper von dem Skelly getötet wird. Das wäre natürlich cool. Bei dem Kreuzfeuer ist das natürlich leicht möglich, wenn die Skelette denn keinen Bullshit machen. So dürfte das natürlich locker easy sein. Jawohl, sehr schön. Oh! Alter! Die kaputte Schallplatte, oh mein Gott, wie selten. Krass. Die haben wir noch nicht, ne? Die haben wir noch nicht. Die 11. Die 11 ist es, glaube ich. Habe ich da auch mal einen neuen Fortschritt in die Richtung erzielt? Cool. Tatsächlich, die 11. Nice. Krass. Vielleicht habe ich Glück und ich bekomme nochmal eine Schallplatte. Muss mich aber gut anstellen. Muss mich echt ein bisschen gut anstellen, wenn ich das jetzt achieven will hier. Wird man vielleicht nochmal anzünden? Nein, nein. Nein, sagte ich. Ungefähr so. Hier, der ist verbrannt. Denn da könnte es vielleicht funktionieren, wenn ich Glück habe. Oh ja, und es hat funktioniert. Geil. Und was kriege ich? Was kriege ich? Das ist eine hellblaue, ich glaube, die habe ich schon. Genau. Vernichtet euch mal gegenseitig, bitte, danke. So, schauen wir gleich mal nach. Und noch die XP einsammeln. Wunderbar. Jetzt was essen. Ah, oh, guck mal, da hinten sind Pandas. Wait, haben wir die schon? Ich weiß gerade gar nicht. Ich glaube aber, ja. Nein, sei es drum, sei es drum, sei es mich Bomben, oder? So, wunderbar. Hidoki. Was willst du denn hier? Geh mal weg. Niemand mag dich. So. Schauen wir mal bei den Pandas vorbei. Hallo! Die kleinen Schnulzepupse. Na? Oh, die quietschen ja wieder so süß herum. Oh, fein. Guck mal hier. Ja, fein. Oh, ein Panda-Baby. Hallo. Oh, die sind so cute. Oh. Süßen Schnulzepupse. Nein! Ey, du! Bergsack, was fällt dir ein? Lass die armen Pandas in Ruhe. Verdammte Scheiße, da ist noch einer. Komm her.
Hab's schon gesehen. Stück. Mensch. Immer diese Tierquäler. Okay. Ah, ein Ocelot. Ein Ocelot. Könnte ich den theoretisch zu einer Katze zähmen, wenn ich Fisch hätte? Hätte Fahrradkette? Ich glaube schon, ne? Theoretisch sollte es gehen, aber leider habe ich keinen Fisch und ach du Scheiße, was zum Teufel ist das denn hier? Was ist das denn schon wieder für ein Loch? Damn, son. Das ist auf jeden Fall eine Lush Cave unten. Soll ich da runterspringen? Soll ich da mal runterspringen? Ich schaue zuerst noch, was hier oben so ist. Aber es scheint, als wäre hier nichts Interessantes weit und breit. Zumindest sehe ich nichts. Außer Hügel, Wälder, Bäume und Wasser. So interessante Sachen sehe ich jetzt hier wirklich nicht. Heißt, ich werde mal ja, das Loch da im Boden runter emulgieren. Weil theoretisch muss ich gar keine MLG setzen, wenn ich es bis ins Wasser dort runter schaffe. Allerdings ist es von hier ein bisschen ein weiter Sprung. Hätte ich mich fast selbst umgebracht. Deswegen springe ich lieber von weiter drüben runter, sonst wird das ein bisschen knapp. Jetzt ist ein bisschen knapp. Hier zum Beispiel. Hier ist gut. Ah, Lavanga. Ah, Lavanga? So, Lavanga. Okay. Lush Cave am Stiesele. Pack den Schild mal weg und hol das Licht raus. Ja, ich weiß, da hinten geht es weiter runter, aber ich gucke zuerst mal hier ums Eck. Hier haben wir Kohle. Und normale Höhlen. Und Creeper und Zombies. Noch mehr Monster. Monster hier, Monster da. Sie ist ein Monster. Monster! Boom! Okay. Nee, da gibt es nichts Interessantes zu uns. Die interessanten Sachen, die lauern alle viel weiter unten. Die lauern alle viel weiter unten. Hier, guck mal da. Guck mal da. Gibt's Axolotl, Fisch und Diamanten. Hey. Lass mich mal hoch da. Lass mich mal hoch da. Aua. Was war der Axolotl? Nein. Jetzt witzig, wie hier immer die tropischen Fische hier immer runterfallen und dann sterben. Am Rande des Deep Slates beginnen einen Dia gefunden. Bleibt leider bei einem. Die Dia, die Pickaxe gönnt nicht mehr. Schade Schokolade. Aber sei es drum. Zack, zack. Okay, irgendwie habe ich mir hier jetzt eine größere Höhle erhofft. Aua. Das fällt dir eigentlich ein. Aber was nicht ist, kann ja noch werden, nicht wahr? Was nicht ist, kann ja noch werden. Zum Beispiel hier. Oder auch nicht. Auch sehr interessant abgeschnitten hier schon wieder. Hier unten ist wohl nichts mehr. Schade. Nein. Unten geht's noch in ein Löchlein rein, aber da ist nur eine Geode. Trotzdem alle mal einen schönen Anblick. Aber mehr ist hier wohl nicht. Hier trifft zwei Geoden nebeneinander, oder? Ist das nur Puff? Das ist nur tough. Gehört anscheinend zu dieser Geode hier dazu. Hey. Und wo geht's da noch so hin? Aua. Lava. Finstere Höhlengänge. Spinne. Bruh. Bruh. Sonst ist aber nichts hier.
sagte er und fand einen Spawner mit ein bisschen Müll. Name Tag, Fire Protection 4 und Death Stride 3. Uiuiui. Das sind zwar useless Bücher für mich, denn ich habe schon Death Stride 3 und eine Stufe 4 gibt es, soweit ich weiß, nicht. Das Name Tag brauche ich jetzt auch nicht wirklich, ich habe genug zu Hause. Also lasse ich den Bullshit mal hier. Und viel mehr gibt es hier auch nicht zu sehen. Hier wird wahrscheinlich Lava sein. Jupp. Okay. Leere Erwartungen. Ja, ich weiß, ich habe Gold liegen lassen. Das ist mit Absicht, denn ich will jetzt nicht gleich instant mein ganzes Inventar mit Gold zukleistern. So, von hier sind wir gekommen, ne? Ja. Hier sind wir gekommen, von da oben. Lass mich zurück. Dankeschön. Hallo Creeper. Und tschüss. So. Ist auf der anderen Seite der Cave vielleicht noch etwas. Wenn nicht, klettere ich wohl schon wieder raus aus diesem Loch. Aua, aua. Bisschen Gold. Ist keine Ahnung was. Hallo, wie geht's denn so? General Kenobi! Genau, greift euch gegenseitig an. Battle Royale. Wer gewinnt, stirbt. So, gibt's da hinten etwas? Das sieht doch schon ein bisschen nach mehr versprechenden Höhlen aus. Wenn ich das mal so sagen darf. Gold. Lapis sehe ich da hinten. Wasser. Jede Menge Deep Slate überall. Und riesengroße Spaghetti Caves. Und ein Mineshaft. Wie interessant. Und Dias, hey. Hast du diesmal mehr Pickaxe? Nee. Wieder nur. Ah doch. Drei diesmal. Okay, cool. Drei aus einem Erz. Das ist doch wohl kein Scherz. Ich liebe dieses Erz. Das erfüllt mir mein Herz. Das tut es sogar so sehr, dass mir das Spiel noch mehr Diamanten schenkt. Cool, danke. Verpisst euch, sind meine Diamanten. Ihr könnt es also nicht abbauen, weil ihr zu dumm dafür seid. Oder zu wenig Pech hattet. Oh Gott, euch in diese hilflosen Körper gesteckt hat. Habt ihr es dann, oder? Und von 4 stocken wir auf 13. Nice. Das war 9 plus gemacht. Sehr gut. Ja, Digga, wie viele Zombies sind denn hier noch? Das haben wir mal gut hier. Hat sogar eine Karotte gedroppt. Danke. Okay. Der Part neigt sich schon wieder langsam dem Ende zu. Hier sind das hier wieder gigantische Caves, ne? Ist ja wieder abgefahren. Aber für meine Bedürfnisse ist das wohl noch etwas zu wenig weit in der Tiefe. Ist das hier wohl noch etwas zu wenig weit in der Tiefe? Versteckst du dich denn so in der Nische? Hast du was verbockt? Da geht's schon wieder in die normalen Gesteinshöhlen hoch. Ist auch dementsprechend nichts mehr. Schade. Schade, schade, Schokolade. Aber wir sind ja noch nicht durch mit dieser Cave. Trotz alledem würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr natürlich wie immer einen Daumen nach oben da lassen. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, dann verpasst ihr kein neues Video mehr. Schaut auf jeden Fall auch beim Voidix vorbei. Mein Projektpartner, der ist natürlich so gut wie es geht fast überall verlinkt. Auch wenn er zurzeit nicht in den Videos dabei ist, weil er ein bisschen Stress hat. Und sich die Upload-Zeiten jetzt relativ verändern werden. Danke für den Enderschmalz. Aber ja, dann bis zur nächsten Folge. Macht's gut.
und tschüss mit.